Was macht das Zielobjekt? Bis jetzt nichts. Warte, er kauft Babykleidung? Wir müssen näher ran. Hey, entschuldigen Sie bitte. Haben Sie das hier zufällig auch in Größe minus 5? Haha, tut mir leid, aber das ist unsere kleinste Größe. Nach sowas, wieso muss Plankton wohl Babykleidung kaufen? Also mir wäre das peinlich. SpongeBob an Krabs. Krabs, bitte melden. Krabs hier, ich höre. Plankton hat soeben Babykleidung gekauft. Babykleidung? Mhm. Und was hat er jetzt vor? Warten Sie. Er kauft sich... Ja? Eine Briefmarke. Was, eine Briefmarke? Scheint ein teuflisch ausgefeilter Plan zu sein. Bleib an ihm dran, Jung. Wir sind direkt hinter ihm und er ahnt noch nicht mal was. Dann könntet ihr mal aufhören, so einen Krach zu veranstalten. Was macht er denn jetzt? Ja, schwer zu sagen. Wirklich ganz schön heiß heute. Ah! Er versucht zu entwischen. Schnell, Patrick, nimm den Turbo-Rucksack. Jawohl! Dass der Bürgersteig unseren Aufprall gedämpft hat. Salatsauce! Leiser sein, sonst wecke ich Patrick noch auf. Was? Er ist in... Wasser los! Wasser! Feine kleine Heimischachtel. Guck, was drin ist. Nachti, Nachti, Schachti. Also, wenn der schläft, kann man ja Kanonen abfeuern. Ah, wer war das? Wer ist da? Hier muss es sein. Netzhaut-Scan. Nicht bewegen. Na toll, was machen wir jetzt nur? Zum Glück habe ich das hier. Sein Profil ist wirklich gut eingefangen.
Ja, aber der Rest wohl auch, hm? Oh. Ich übernehme das jetzt. Du darfst auch mal vorgehen. Geht's dir gut? Nein! Ich steh nur da. Ich beweg mich nicht mal. Tut mir leid. Ha. Oh, hey, unfassbar, dass das geklappt hat. Hochinteressant. Vor uns sehen wir nun das Haus von SpongeBob Schwammkopf, dem Burgerbrater. Meine liebe Scholle, das klingt ja aufregend. Wir sind schon im Landeanflug. Bitte nehmen Sie nun Ihre Wertgegenstände und folgen Sie mir nacheinander. Interessant. Hier sehen Sie meinen besten Freund SpongeBob. Und wie Ihnen vielleicht auffällt, lutscht er am Daumen, während er schläft. Oh, Moment, das bin ja ich. Oh! Ja, ich mag Süßkartoffeln, danke schön. Meine innere Uhr sagt, es ist Zeit für ein morgendliches Mittagessen. Bitte folgen Sie mir nach. Und zwar ganz leise, auf Zehenspitzen. Die Luft ist rein. Wie lautet der Plan? Okay, als erstes klettern wir die Wand hoch. Anschließend rutschen wir den Kamin runter und essen alle Plätzchen auf, die sie uns dagelassen haben. Einen Kamin sehe ich hier nicht, aber vielleicht kommen wir durch einen Lüftungsschacht. Tja, wenn wir nur diese Wand hochklettern könnten. Gut, dass ich den Bankeinbruchskoffer dabei habe. Wie wär's damit? Ein Bündel alter Schnürsenkel? Mein ganzes Leben lang war ich noch nie so nah am Besitz von Schuhen. Ich hätte gern was Stabileres, aber das tut's auch. Hey, pass auf, ich habe eine Idee. Verwenden wir einfach diesen Enterhaken. Dieser Schacht führt uns sicher direkt zu Mr. Krabs. Dann auf geht's! Cool! Lass uns das nochmal machen! Guten Tag, wünsche ich. Ich würde gern einen Blick in Ihren Safe werfen, bitte. Natürlich, der Herr. Nicht schon wieder! Ja! Muscheldreck! Guten Tag, meine Herren! Guten Tag, die Dame! Hallo, Fräuleinchen! Guten Tag, meine Dame. Womit können wir Ihnen denn helfen? So weit, so gut. Ich bin noch nicht rausgeflogen. Sie wünschen? Endlich passt alles zusammen! Was kann ich für Sie tun? Eine Überweisung, eine Abhebung, irgendwas! Sofortzinsen! Oh ja, das möchte ich bitte. Gut, aber dafür müssen Sie zuerst etwas einzahlen. Oh ja, natürlich. Hier ist mein wertvollster Penny als Einzahlung auf ein neues Konto. Okay, ich werde ihn gleich gutschreiben. Warten Sie! Aber was tun Sie da? Penny möchte nicht zwischen den anderen Münzen eingezwängt sein. Er möchte eine Bargeldwohnung für sich alleine. Okay, dann möchten Sie also ein Bankschließfach. Oh ja, Penny hätte gern so eins. Dann hier entlang, bitte. Halt! Ich hätte gern einen Moment mit meinem Penny. Allein. Beeilen Sie sich, wir schließen in 5 Minuten. Oh, Penny, ich werde dich vermissen.
Das ist unfischlich, ganz im Ernst. Penny. Ein letzter Kuss zum Abschied. Jetzt sind wir zwei ganz allein, kleiner Penny. Es ist ja schon ein bisschen eng hier drin, nicht wahr? Na sicher, sieht aber anders aus. Patrick, ist das? Ich kann nicht eine Woche lang warten. Gut, dass ich so unauffällig bin, oder, Meerjungfrau Kopf? Ich ruf besser die Polente. Was mach ich denn da? Schurken, ruf nicht die Polizei. Und natürlich habe ich im Urlaub keine schurkischen Superwaffen dabei. Ich bin unbewaffnet. Wer hätte gedacht, dass Thaddäus solch ein riesiges Arsenal an schurkischen Superwaffen hat? So ranzig und dennoch so tödlich. Das ist meine Waffe! Sagen Sie, was tun Sie denn da, Mr. Krabs? Ich überprüfe, ob die Krabbenburger-Formel nach wie vor sicher ist. Plankton hat seit über einem Monat nicht versucht, sie zu klauen. Er hat bestimmt irgendwas Großes in Planung. Hallo? Also einer von euch beiden muss wohl eine Extraschicht einlegen. Wiedersehen. Ich wollte nur fragen, ob nicht einer von euch Plankton ausspionieren könnte. Spionieren? Hey, SpongeBob, weißt du was? Ich sehe dich durch diesen Strohhalm. Na toll, dafür werde ich Spion. Du wirst Spion! Ich will auch Spion werden! Psst, okay, du darfst auch Spion sein, aber still und heimlich. Ja, hurra! Wir sind Spionagekumpels! Was habe ich gesagt? Spionagekumpels! Deine Anweisung findest du in diesem Krabbenburger, aber denk daran, das Schicksal der großen Krabbe liegt nun allein in deinen Händen, SpongeBob. In meinen Händen. Dein Auftrag, sofern du ihn akzeptierst, lautet herauszufinden, was Plankton vorhat. Lass ihn nicht aus den Augen. Du musst dazu noch ein paar technische Spielereien auftreiben. Wenn du nicht akzeptierst, bist du gefeuert. Dieser Burger wird sich in 10 Sekunden selbst zerstören. Schaff schnell dieses Ding da weg! Das wird wohl eine Narbe geben. Und Frost! Hey Patrick, ich weiß, wie wir ausspionieren könnten. Ah, die Geborgenheit meines Badezimmers. Der einzige Ort auf der Welt, an dem ich einfach in Ruhe abhängen kann. Wunderbar. Hey, wo ist Thaddäus? Ich habe ihn doch gerade noch hier gesehen. Vielleicht ist er ja ins Klo gefallen. Ich guck nach. Toddy, bist du hier drin? Bist du reingefallen? Thaddäus! Hör auf mich an, zum Glück, du Scharfstern. Heute ist mein freier Tag, also verschwinde! Was ist das? Da ist es! Jo, das ist er. Hi, Thaddäus. Aliens vom Mars, das ist eine Invasion!
du aufgeblasen? Schätzchen. Ich brauche jetzt unbedingt und schlagartig einen Krabbenburger und niemand wird mich dabei aufhalten. Da sind sie. Burger-Tresor. Ah, heiliger Hammerhai. Wo soll ich jetzt anfangen? Aber das ist jetzt egal, solange nur du und ich und niemand Adios. Sonst. Bist du das? SpongeBob, Tag auch. Was hast du denn hier verloren? Ich fange immer morgens um 3 an. Dann zähle ich die Sesamkörner. Und was machst du hier? Tja, ich hab was. Und wieso ist der Burger-Tresor offen? Oh, weil ich dachte. Und wieso hältst du einen Burger hinter deinem Rücken? Und wieso bist du so schrecklich nervös? Und wieso schwitzt du so stark? Und wieso siehst du so hungrig aus? Und. Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Das ist alles ein Missverständnis. Das musst du mir glauben. Jetzt hör mir mal gut zu. Du musst mir glauben, SpongeBob. Du stehst auf Krabbenburger, alter Schwertfisch, oder? Ja, ja, ich geb's zu, SpongeBob. Ich liebe Krabbenburger. Keine Nahrung. Oh, feinste Fleisch und Wurstwaren, exotische Gewürze, ein Brotkasten, der vor Baguettes überquillt, leckere Sachen noch und nöcher. Gucken wir mal in den Kühlschrank. Süße Seekartoffeln, eingelegte Seeigel, Seeanemonenkuchen, ein Eimer voll Algensalat und so weiter. Oha, und so fort. Naja, ich wollte sowieso ein wenig abnehmen. Das habe ich ihm auch sofort gesteckt. Ich habe gesagt, wenn du noch nicht mal ein paar Ersatzbatterien dabei hast, wie willst du dann bitte überhaupt... Hey, sieh da, Moment! Ja, ganz schön beeindruckend. Komm mit! Wir wollen aber nur die Fenster einsprühen, Patrick. Oh, wow. Wie kommen wir denn rein in das Ding? Gar nicht. Wir sprühen nur die... Ich habe sie aufgekriegt. Komm mit! Heilige Seko, das ist sicher die Kommandobrücke. Ja, lass bloß die Finger von den Schaltern. Guck mal, ich gewinne. Patrick, hör sofort auf damit. Hey, du, was soll das? Wir können hier nicht rumdaddeln. Das ist Sandys Rakete und kein Rummelplatz. Sieg, yeah, Highscore! Sag mal, was war denn das für ein Spiel gerade? Keine Ahnung, gucken wir lieber, was das hier kann. Ich glaube aber nicht, dass... Ich finde Raketen toll. Mehr! Nichts da. Okay, einmal noch. Okay, das reicht. Los, komm. Moment. Ich glaube, das hier ist der Startknopf. Patrick, was soll der Blödsinn? Ich bin der Raumfahrer hier. Und zufällig weiß ich, dass der Startknopf hier drüben ist. Du hast die Rakete gestartet. Oh, SpongeBob. Kunsthandwerk. Hey, ich bin ja auch ein Hobbykünstler. Ich helfe gern. Oh, nichts für ungut. Du hast es ja wohl im Griff. Ich werde, dann mal rausgehen, falls du mich brauchst. Und wenn nicht, ist es auch gut. Was für ein morbider Teenie. Damit habe ich ihn wohl von der Backe. Ha 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 ha!
Was ist passiert, Perla? Oh, du schläfst schon. Von all der Aufregung ist sie wohl fix und fertig. Oh nein! Vielleicht kann er ja gekühlt reanimiert werden. Oh, danke fürs Abholen, Wolfi. Oh. Kein Ding. Sie ist weg. Krabs reißt mich in Stücke. Ich muss was unternehmen. Was liegt denn da in Sandys Bett? Das sieht ja wie eine aufgeblasene Sandy-Puppe aus. Ich glaube, das Ding da ist Sandy. So ein Winterschlaf ist wohl das Gegenteil vom Schönheitsschlaf. Mir reicht's jetzt mit deinen finsteren Verbrechen, dreckiger Dan. Ich krieg dich mitsamt deinem Partner Spitzkopf Larry oder ich will nicht Sheriff Sandy heißen. Sie träumt bestimmt von irgendwelchen Revolverhelden in Texas. Pass auf, Sandy. Ich bin der dreckige Dan. Ich werde euch schnappen und ins Gefängnis werfen auf Kosten der Steuerzahler. Da musst du aber schneller sein, Hörnchen. Ja, ich bin schon auf der Flucht. Los, schneller. Wir steigen schon ins Taxi. Schneller, schneller. Ich kriege euch zwei. Ihr seid das Böse in Person. So wie die Nachmittagsgerichtsshows. Na los, lass uns gehen. Wir sollten sie nicht länger stören. Das war doch nicht gestört. Das hier ist gestört. Hallo, SpongeBob. Ich heiße Patricken. Haha, das ist wirklich gestört. Sandy, nein! Lass los! Ich hab euch doch gewarnt! Ich verpasse dir eine Abreibung, die sich gewaschen hat, dreckiger Dan! Sandy, wir sind's doch, deine Freunde SpongeBob und Patrick! Bitte, ich bin doch nicht krankenversichert! Ich zieh euch das Fell ab und mach Stiefel draus! Ich gehe keinen Meter weg. Aber gleich werfen sie uns raus. Nicht, wenn wir uns verstecken. Verstecken? Ist das nicht irgendwie illegal? Oh, klar ist das illegal. Das ist illegal wie sonst was. Aber sei ehrlich, wolltest du nicht schon immer mal in einem Spielzeugladen ganz allein sein? Nö, noch nie, aber jetzt will ich schon. Was machen wir zuerst? Wir müssen uns ein Versteck suchen, wo uns garantiert keiner findet. Und ich weiß genau das richtige Plätzchen dafür. Komm schon, bei Fuß. Der Laden ist leer. Du kannst jetzt abschließen, Frank. Mein Name ist Stefan. Von mir aus auch Stefan, Frank. Die Luft ist rein. Los, schieb an, drück mich hier durch, feste. Ja. Weiter drücken, na los! Okay, jetzt bist du dran. Gib mir deine Hand. So ein braver Junge. Wollen wir mal sehen, wie flexibel er ist. Danke, Kumpel. So, wir haben es geschafft. Ja! Oh, das ist sowas von abgefahren. Und nichts kann uns das verderben. Patrick, bist du das? Was? Ich sagte, bist du das? Ich kann dich nicht hören, es ist so dunkel hier drin. Dann aktiviere ich meine Nachtsicht.
Du kannst nachtsichten? Da. Ja. Was? Entschuldigung, bin mir auf den Schwanz getreten. Was soll denn das darstellen? Einen katzengewandten Dieb. Ich zieh mich um. Warte kurz. Na toll, aber wie soll ich denn jetzt hier reinkommen? Ich fass es kaum. Ja, jetzt friss ihr Gehirn! Ich liebe Kitschfilme. Gute Nacht, Süße. Was machst du denn? Sicher gehen, dass er schläft. Halbut an Seepferdchen, bitte kommen, Seepferdchen. Hier, Seepferdchen, Halbut, ich höre Sie klar und deutlich. Ende. Hilf mir mal rauf ans Fenster. Ende. Wird gemacht, Chef. Ende. Ups. Hab vergessen, dass ich einen Schlüssel hab. Ach, komm schon. Da kommt jemand. Versteck dich. Dieses perforierte Erbsenhirn sollte zu Hause im Bett liegen. Verschwinden wir von hier. Warten Sie, ich glaube, SpongeBob ist ein Schlafbräter. Schnarchbob ist jetzt sogar noch harmloser, als er es sowieso schon ist. Sieh nur, er hat überhaupt keine Ahnung, was los ist. Psst, sonst wird er noch wach. Ende. Mayonnaise! Zeit, mein Meisterwerk aufzuhängen. Oh, die spielen hier auch Steck dem Seeesel den Schwanz an. In diesem Museum gibt's einfach alles. Hey, plötzlich ist dir nicht erlaubt! Der Sieger! Hast du den Kerl gesehen? Ja, rennen ist dir nicht erlaubt! Schnappen wir ihn uns! Endlich sind sie weg! Hey, Patrick, ich glaube, der Typ da versucht... Das Gemälde anzufassen! Oh, oh. Und jetzt klaut er es auch noch! Oh nein, Sackgasse! Halt, du Dieb!
Sieht so aus, als wäre der Fall unter Schreien und Wickel. Dankeschön, Mami. Gern geschehen, mein Süßer. Ich bin so loyal, dass ich gar nicht schlafen will, bis wir den Schatz gefunden haben. Los, wir sehen nach, ob der Captain weiter will. Captain Krabs! Er ist nicht da. Guck mal, da liegt die Schatzkarte. Nur der Kapitän darf die Karte lesen, das weißt du doch. Ja. Patrick, was machst du denn? Gar nichts. Hör mal, du sollst dir die Karte nicht ansehen. Ich sehe sie auch gar nicht an. Ich berühre sie nur. Das ist doch nicht verboten, oder? Nein, ich glaube auch nicht. Hoppla, na sowas. Sie hat sich von selbst geöffnet. Ah, so die Karte, sieht das also aus. Wow, die Schatzkarte, das ist ja meine Karte. Da ist die Karte. SpongeBob? Ja? Kommt dir diese Karte nicht irgendwoher bekannt vor? Meinst du, das ist unser Spielbrett bloß auf ein Stück Papier geklebt? Haltet ihr das etwa für ein Problem? Nein, Mr. Heimlich Krabs, meine Schatzkarte nicht. Aus Pionieren? Nein, lass es, ja, Leute, rein auf meinem Schiff! So, ihr glaubt wohl, der alte Captain Krabs ist verrückt geworden, stimmt's? Nein, nein, Captain Krabs, das denken wir ganz und gar nicht. Also ich so. Seh nur, da ist er! Er lebt allein. Er mag gar nicht, wenn etwas fehlt. Wie bitte? Krabs tut Yeti-Fell in die Krabbenburger? Ah! Wieso fällt mir das nicht ein? Das da ist Fleckchen, Planktons Hausamöbe und Garys bester Freund. Fleckchen ist echt süß, aber so doof wie ein Fass Haare. Gary sollte sich schnell was einfallen lassen, sonst fliegen sie auf, noch bevor die Nacht überhaupt begonnen hat. Gary und Fleckchen schleichen sich schon seit Ewigkeiten nachts heimlich davon, wovon ihre Besitzer nichts ahnen. Sie lieben es, alle möglichen Spiele miteinander zu spielen. Aber ihr absolutes Lieblingsspiel ist Ringkampf. Sie sind in der Küche der großen Krabbe gelandet. Was für ein Glück. Gary und Fleckchen müssen bei all den lustigen Spielen richtig Appetit bekommen haben. Oh-oh, der Eisschrank ist besser gesichert als ein Pferdedieb in der Gefängniszelle. Oh Mann, jetzt wird gegessen. Hey, wenn ich mir das blöde Ding anziehe, kann ich mich davon schleichen, ohne dass mich jemand überhaupt erkennt? Macht's gut, ihr Quallenstinker, ich haue ab. Mein Zimmer ist eine echte Oase des Friedens und der Ruhe. Alles klar, Quallenfreunde, der Moment ist gekommen. Es ist jetzt soweit. Lass die jährliche Quallenfischer-Maskottchenjagd beginnen! Quallenfischer-Maskottchenjagd? Ja.
Was ist das? Ein Elektroschocker? Los, schock mich! Ja! Schock mich! Ein Elektroschocker! Schock mich, los! Schock mich, schock mich, schock mich! Schock mich! Für mich? Danke. Das ist kein Geschenk, das ist eine elektronische Fußfessel. Wenn du das nächste Mal versuchst, dich hinter die Begrenzung zu schleichen, wird das hier passieren. Ja. SpongeBob-Alarm, SpongeBob-Alarm, SpongeBob-Alarm. Kapiert? Kapiert. Gut. Oh nein, so nicht, Junge! Das war's, denn ab jetzt hast du Zooverbot. Los, raus! Raus mit dir, sag ich! Ja, Sir. Ich gehe. Margaret, Schätzchen, ich fürchte, unser Sohn ist jetzt ein, naja, komischer Kauz. Verzeih meine Ausdrucksweise. Also ich würde sagen, ein Spießer, eine Niete und ein totaler Langweiler. Was hältst du davon, wenn wir uns rausschleichen und Spaß haben? Ich bin doch schon fast draußen. Wart ihr zwei? Moment! Wieso bin ich noch mal hier hingegangen? Lass mich raten. Nein, sag kein Wort, nicht raten. Es fängt doch mit K an. Ich schmeiß die Burger auf den Grill und brate sie so, wie ich will. Der Grill, er glüht und ich bin bemüht. Und wenn ich nicht klecker, dann wird es sehr lecker, lecker, lecker. Ja! Mein Plan funktioniert wohl echt perfekt. Bis auf die schweren Verbrennungen. Und jetzt meine clevere Flucht. Hey, wo willst du denn jetzt hin? Wolltest dich wohl vor der großen Lieferung wegschleichen. Kein Grund, kalte Füße zu kriegen. Du wirst glücklich in deinem neuen Zuhause. Oh nein, ich verpasse noch meine Lieferung. Achtzig Minuten später. Keine Angst, kleiner Burger, du bist gleich zu Hause. Halt! Hey, was Weiches hat mich abgefedert. Danke, Birgi. Birgi, das sieht hier gar nicht mehr nach Bikini Bottom aus. Morgen, SpongeBob. Was hast du heute so vor, Kumpel? Eigentlich nichts. Tja, ich gehe jetzt zur Arbeit. Bis später dann. Tschüss. Dann wollen wir mal sehen, was es mit diesem Nichts in Wirklichkeit auf sich hat, Herr heimlicher Heimlichtuer. Acht Stunden später.
Ah, er ist wirklich gut. Man kennt eine Person erst richtig, wenn man sie 8 Stunden lang durch ein hochauflösendes Fernglas beobachtet. Hey, wo ist der denn nur? Hi, SpongeBob. Ah! Was machst du denn da? Du oder wie jetzt? Was machst du denn? Gar nichts. Gerade fertig geworden. Oh, sieh mal da drüben. Von hier aus kann man sehen, wo ich vorhin gestanden habe. Donnerwelle, du hättest mich den ganzen Tag lang ausspionieren können, wenn du gewollt hättest, direkt von hier aus. Ui, irgendwie gruselig. Aber sag mal, was hast du denn mit diesem Fernglas vor? Ah, wieso? Ich hab doch gar kein Fernglas, siehst du? Du bist aber komisch drauf. Ich bin nicht komisch drauf, du bist komisch drauf. Wenn der komisch drauf ist, dann du. Okay, tschüss. Und wo willst du denn hin, Kleiner? Na, zum Klarinettenkonzert von Thaddäus. Wissen Sie, heute ist mein allerschönster Tag. Wo ist deine Eintrittskarte? Eine Eintrittskarte kommt sofort, Captain. Muss irgendwo hier drin sein. Ich habe keine Karte. Keine Karte, kein Einlass. Aber... Keine Karte, kein Einlass! Oh je, ich habe keine Karte, aber ich möchte in diese Show. Was kann ich nur tun? Oh, ich weiß, ich schleich mich einfach durch die Hintertür. La, 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 la. Nichts da, das wirst du nicht tun. SpongeBob, das war wieder so. Die Karte, bitte. Die Karte, Ma'am. Natürlich. SpongeBob? Du! Dieses Mal werde ich dich... Oh, Moment mal. Sagten Sie SpongeBob? SpongeBob Schwammkopf? Der steht auf der VIP-Liste. Keine Sorge, Patrick. Dieses Mal kommen wir sicher rein. Hey, da sind ja noch ein paar. Los, haut rein, Mädels! Guck mal, Patrick, da ist sie! Mrs. Puff, halt! Wir sind's, SpongeBob und Patrick! Lustig, einen Moment lang dachte ich, der gelbe Stein spricht mit mir. Und seine Stimme klang genau wie... SpongeBob, ich bin SpongeBob! Wir holen sie hier raus, ich verspreche es ihnen. Tatsächlich? Was hast du hier zu suchen? Wieso bist du mir hierher gefolgt? Wieso? Alles klar, Mrs. Puff. Offensichtlich vertragen Sie die Hitze nicht. Wenn Sie schon anfangen, mit Steinen zu reden, versetze ich Sie wohl besser zum Küchendienst. Ja, das... Oh, das muss die Hitze sein, ja. Fischsud. Okay, Patrick, wir verschwinden. Nicht doch! Ah! Das war's dann mit dem Pfand für die Kostüme. Bitte sehr, Sprotte. Hey, hey, Mama Puffy, was gibt's denn heute? Hi, Donna, es gibt Chili, wie immer eigentlich. Ich tu dir was auf. Hallo, Mrs. Puff, ich bin's, SpongeBob. Wann hören diese haarsträubenden Halluzinationen endlich auf? Nein, nein, ich bin's wirklich. Und Patrick habe ich auch dabei. Hi. Warum? Naja, weil wir sie befreien wollen. Nein, warum hast du ihn mitgebracht? Er ist kein Chili. Jetzt muss ich mich nur noch an Krabs vorbeischleichen und bin am Ziel meiner Träume. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Wo steckt bloß dieser Geizkragen Krabs? Hopp, 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 hopp. Hopp. Nichts von ihm zu sehen. Hopp, 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 hopp. Der ist safe. Nicht weglaufen, Baby. Marlin, wie schön das ist. Reiß dich zusammen, keine Tränen. Na, nein, noch nicht.
Da wartet Arbeit auf dich. Nach so langer Zeit. Und die geheime Krabbenburger-Formel ist eine Tube Sonnenmilch für Schalentiere, noch ein Passfoto machen, neuen Safe besorgen in Reisegröße. Das ist gar nicht die Geheimformel, sondern eine noch zu erledigen Liste. Jetzt sieh dir das an. Das ist ja ekelhaft. Oh Mama. Von Namen ist es noch hässlicher. Lass uns mit der Analyse beginnen. Warte, was ist denn das? Ja. Ich glaub, mir wird gleich schlecht. Meine Güte, weißt du, was das hier ist? Eklig. Nein, das ist die Fruchtblase. Wir sehen uns den Embryo an. Ja. Zwillinge. Nichts für ungut, aber nimm das Ding da weg! So trink uns SpongeBob raus aus meinem Schlafzimmer und lasst meine Tentakel los! Es ist aufgewacht! Los, den Schurken schnappen wir uns! Geht weg, lasst mich in Ruhe! Reichst du mir die Chips rüber? Tut mir leid, Patrick, die sind alle. Oh, Eigengrütze! Und was bitteschön mache ich jetzt mit dem ganzen Tipp? Sei leise! Was macht ihr Schwachköpfe hier? Wir wollen den Sonnenaufgang angucken mit dir. Und das schon um 3.47 Uhr nachts? Aha. In meinem Schlafzimmer? Wir kommen jeden Morgen hierher. Ihr dringt also während jeder Nacht in meine Privatsphäre ein? Aha. Na klar, wir sind totale Fans! Ach, all die Erinnerungen, die sich mit diesem Zimmer verbinden. Die sind alle in dem Erinnerungsbuch drin. Das war am Nationalfeiertag. Und am Valentinstag. Oh, an Ostern hast du so süß ausgesehen. Stimmt mit dir irgendwas nicht, SpongeBob? Ja, weil ich so dringend... Sieht ganz so aus. Hier. Der Toilettenschlüssel. Und dieser Toilettenschlüssel kommt wieder hierher zurück auf mein Pult. Oder du kriegst großen Ärger, mein Junge. Dankeschön, Mrs. Puff. Und nicht trödeln, ja? Beeil dich gefälligst. Ja, ich bin ein Schnellmacher. Bitte sehr, junger Mann. Oh, Junge, signiert von mir Jungfrau Mann und Blaubaschbube. Ach, die anderen im Superheldenclub werden von Neid platzen. Oh. Der Nächste. Also, ich signiere wirklich gern Bücher. Wofür ist das nochmal? Hallo, mehr Jungfrau Mann und Blaubaschbube unterschreibt ihr in unseren Büchern? Ja, natürlich. So, bitteschön. Dankeschön. Dankeschön, Jungs. Und nicht vergessen, haltet euch auf dem Pfad des Bösen auf. Das heißt, haltet euch vom Pfad des Bösen fern. Oh, was war das Böse nochmal? Oh, Divine. Ich ließ ihn eine Kathedrale aus Zuckerwatte bauen, was den Großteil seiner Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Daher achtete er gar nicht darauf, dass ich aus den Resten einen Zuckerschlüssel formte. Wo ist denn dein miesmuschelpetriger Freund heute? Liegt krank im Bett wie die ganze Crew. Der Captain gibt ihm nichts anderes als schimmlige alte Brotrinden zu essen. Sie haben alle schreckliches Bauchweh. Außer mir, weil ich für mich selber koche. Schlauer Junge. Und dann, nachdem er einige Stunden lang im Viereck gesprungen war, ließ die Wirkung des Zuckers nach. Und schon schlief er friedlich wie ein Baby. Nun hätte ich mich endlich mittels meines Zuckerschlüssels befreien können. Aber wagte ich es, das zu tun? Gegen die Gesetze der Marine zu verstoßen? Doch dann geschah etwas, das mir die Entscheidung abnahm. Piraten! Wir wurden angegriffen! Ich musste schnell handeln. Wach auf, Kleiner, wach auf! Geh auf deine Gefechtsstation! So, gleich schleiche ich mich an und schlage Sandy mit einem super schwierigen Karateschlag. Ui-ja!
Welche diabolische Tat hat sie jetzt wieder vor? Feuer! Keine Panik, Sandy! Ich komme schon! Geh zur Seite, Sandy! Feuer! Hier war dann wohl doch kein Feuer. SpongeBob, hast du in den Toiletten schon gewischt? Ja, Ma'am. Ich meine Sir, ich meine Boss, ich meine Warner. Los! Sandy! Hey! Nun ist Schluss! Aber Mr. Krabs... Ich will nie wieder sehen, dass du Karate machst. Oder du bist gefeuert. Patrick, nein! Oh je! Nicht doch dreh dich um! Gerettet! Gut. Oh, was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr SpongeBob. Ich möchte Ihnen Ihren Führerschein überreichen. Ich gratuliere. Oh, danke. Meinen Führerschein? Und Ihr neues Boot? Mein neues Boot? Oh, wow. Oh, träume ich das nur? Nein, das ist so echt. Seht mich an, Leute. Ich fahre. Ich fahre. Oh, diese Stimme. Du fährst mich in den Wahnsinn. Ich habe eine Idee. Jetzt machen wir die Straße so richtig holprig. Goofy! Sei still, du Magen! Du wächst noch alle auf! Folgt mir, Matrosen! Wer ist da? Ach, nur du, Süße. Mann, das war knapp. Entschuldige. Halt still, Goofy. Wir holen dich jetzt hier raus. Wenn er das nochmal macht, wird das wohl nichts. So, das war's schon. Du bist frei, Goofy.
toi. Toi, 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 toi. Das Kind hier trinkt ständig Softdrinks, also finden wir hier sicher auch ein paar lose Zähne. Die schnappen wir uns. Hier, ihr könnt euch diese speziellen Zahnfee-Masken aufsetzen. Schnauze! Ihr zwei Ganoven durchsucht den kleinen Kerl da mal nach Zähnen. Und ich werde in der Zeit bei den Wertsachen dort drüben nach Zähnen suchen. Die Zahnfee darf so lachen, ihr Holzköpfe! Ich fühle hier keine Zähne. Dafür fühle ich hier jede Menge davon. Der hier ist richtig locker. Die Zahnfee hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir hier etwas nachhelfen. Nein! Waschbube! Ist in diesem Sack das Kissengeld? Wow, Zähne sind wohl echt viel wert. Komm mit, wir holen noch mehr Zähne. Du hast den besten Job aller Zeiten. Mach mal langsam, das da ist doch Krabs Haus. Ja, wir könnten doch seine Abfallgeschenke durchs Fenster pumpen und verstecken. Oh, Algengrütz, es ist geschlossen. Hey, was ist das? Ja. Das Fenster ist offen. Ja! Wer ist da? Oh. Psst. Ich wette, Mr. Krabs träumt von Abfallfeen, die in seinem Kopf tanzen. Lass uns jetzt weitergehen. Er macht das wirklich toll. Spongebob! Hilfe! Hilfe! Die erwischen uns sonst. Was? Ich kann dich nicht verstehen. Ich schreie so laut. Ja, was ist das? Das Grauen hat ein Ende, lieber Stinky, denn wir beide sind zu deiner Rettung hier. Du verstehst? Wir beide dich bringen nach Hause. Sieh dir an, wie sehr er sich freut. Leg den Schalter um, bitte. Stinky, du bist frei. Wer bist du und wo kommst du überhaupt her? Von da? Gedankt sei dir, Neptun! Hey, Leute, ich weiß, wo es rausgeht. Los, kommt mit! Ich bin frei!
Ich bin frei! Ich bin zuckerfrei! Ja! 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 Psst. Sandy wird schon sehen, dass wir genauso hart sind wie sie. Die Straße scheint besser geworden zu sein. Ja! Ja! Mein lieber Mann, das war ganz schön knapp. Fast wären wir in der Wildnis ausgesetzt gewesen, ohne Sandy. Und niemand hätte gewusst, wo wir sind. Gruselig. Guck mal, hier hinten ist auch eine Tür. Nein, Patrick, nicht! Ja! Ja! Ananas 1, ein verrückter Vater. Komm, ein verrückter Vater. Dir, verrückter Vater, ich höre dich, Ananas 1. Gibt's irgendwas Neues? Negativo. Ananas 1 an empfindliches Pflänzchen, hörst du mich? Ich höre auf keinen Fall auf empfindliches Pflänzchen! Psst, Funkdisziplin wahren. Moment mal, ich sehe was. Ach, das wird also aus den Ketchupflecken. Überraschung, P-Star 7. Patrick? Tu einfach so, als ob du auch so ein schicker Restaurantgast wärst. Ei, ei, Mr. Crab. Psst, was ist nur in dich gefahren? Was hab ich dir gesagt, Jung? Vornehmes Volk heult nicht rum wie ein Rudel hungriger Seehundwelpen. Ups. Ich meine, ich hätte Appetit auf etwas Ricassé, mein gutes Dach. Guten Abend, Madame. Einen Tisch für zwei, bitte. Ihr Name? Mein Name ist Eugene Krä... ich meine... Baron zerknüllt von Verpackung. So heiß ich. Gibt's nicht so oft. Na schön. Wo haben wir denn Ihre Reservierung? Oh! Es tut mir sehr leid, mein Herr. Ich finde hier keinen von Verpackung. Man muss reservieren? In diesem Dreckloch? Wer hier einen Tisch will, wartet 2 Jahre. Was gibt es hier für ein Problem? Also, was sehe ich denn da? Niemand anderen als Mr. Krabs und SpongeBob. Wenn ihr mir bitte folgen würdet, ich habe da noch einen Tisch ganz speziell für euch. Bon Appetit, ihr Blödbarsche. Ich schleiche mich einfach unerkannt an und überrasche sie von hinten.